Ja, wir haben letzte Woche eigentlich so ein Vortrainingslager absolviert. Da waren ja noch nicht alle Spiele da. Heute treffen noch vier weitere ein, dann, dass wir komplett sind. Es war aber wichtig, das abzuhalten, das Trainingslager, weil der eine oder andere schon auch eine Woche Urlaub hatte und man gesehen hat, auch die ersten zwei Einheiten, zwei, drei Einheiten, dass es halt einfach eine gewisse Zeit braucht, bis man wieder im Rhythmus drin ist. Und von daher war das eigentlich optimal, um jetzt auch heute oder zumindest dann morgen die nächsten zwei, drei Tage gut zu beginnen, gut dabei sein zu können, ohne jetzt Rücksicht nehmen zu müssen, dass die Spieler ein bisschen langsam dazukommen. Und ja, es ist sehr wichtig jetzt in dieser Woche, dass wir im taktischen Bereich unsere Idee, die wir dann in Russland zeigen möchten, auf den Platz bringen können und da halt diese Einheiten auch gerne unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen, um da wirklich ins Detail gehen zu können und die Spieler so fokussieren zu können, da wir dann das 1:1 umsetzen können am Sonntag in Moskau. Es wird so sein, dass Sabitzer, Hinteregger, Garic und Dragovic heute noch eintreffen. Es ist so, dass Ilsanker, der ja im Cup-Finale nicht spielen konnte, noch am Donnerstagabend eingerückt ist. Er hat gepflegt oder jetzt Pflege gehabt, auch hier in Wien mit dem Physio übers Wochenende. Und ich habe jetzt ihn vorher gerade noch gesehen, geht gut. Also gute Nachrichten für uns. Wird heute mal so ein bisschen reinschnuppern, wie es dann geht, aber sollte eigentlich ab morgen dann voll belastbar sein. Da haben wir noch gehört, dass Hinteregger noch ein bisschen Wadenprobleme hatte. Da ist der Stand so, dass wir natürlich, wenn er jetzt dann einrückt, dass wir das anschauen und dann entscheiden, ob er dann heute Abend auch voll schon dabei sein kann oder ob das eine gröbere Sache ist. Also da haben wir von Salzburg her eher die Mitteilung, dass es einfach eine Muskelverspannung ist und dass wir das eigentlich hinkriegen sollten. Ich hoffe, dass alle jetzt nach den 2 Tagen, nach dem Wochenende gesund einrücken und wir dann mit viel Zuversicht in diese Woche starten können. Vielen Dank. Ich darf um eure Fragen bitten, aber bitte auch, wir haben für Sport Plus etwas aufgezeichnet, darum bitte die Fragen ins Mikrofon richten. Die Kamera hat ein Mikrofon für euch. Christian Hackl. Haben Sie schon gesehen, das Spiel der Russen gegen Weißrussland? Und es ist wieder eine bekannte Frage, also, dass Sie wollen nie ein Spiel vor einem Spiel haben. Ist das der Grund ganz einfach wegen der Müdigkeit, Verletzungsrisiko? Warum ist das so? Nein, das stimmt nicht ganz. Also mit einem Spiel vor einem Spiel. Es ist aber so, dass wir halt einfach auch gute Erfahrungen gemacht haben. Dass, wenn du natürlich ein Spiel hast, jetzt oder wenn das jetzt noch irgendwie Dienstag oder Mittwoch wäre, dann ist ja die Vorbereitung natürlich auch anders. Und du kannst durch das, dass wir eh wenig Zeit haben beim Team, ist auch nicht immer möglich, dann im taktischen Bereich zu arbeiten. Und da finde ich das halt einfach wichtiger, dass wir sagen, okay, wir machen eine gute Vorbereitung eben auf dieses Russlandspiel im taktischen Bereich, um dann auch das auf den Platz bringen zu können. Als jetzt ein Spiel, nach dem Spiel ist wieder Regeneration, also du hast einfach, die Tage sind dann weg und für mich eigentlich verloren, um dann wirklich gut arbeiten zu können. Ich denke, es wäre einfacher, wenn man ein Spiel macht. Und wir wollen aber uns, wie gesagt, da in dem taktischen Bereich ja, nochmal rekapitulieren, auch jetzt eben Dinge dann natürlich mitnehmen und versuchen das dann auch, je nachdem, wenn es nötig ist, zu reduzieren oder Gas zu geben. Und da ist halt gut, wenn man dann wirklich die Spieler 1:1 hat
und auch auf dem Platz eingreifen kann. Also im Spiel hast du nur die Möglichkeit vorher in der Pause oder danach. Und darum ist Training für mich eben auch wichtig. Und darum machen wir das so. Zusatzfrage: Muss man für ein Spiel in Moskau, also Russland auswärts, irgendwas Neues entwickeln oder geht's da, wird da irgendwie nur was Bekanntes verfeinert? Ja, es wird nichts Neues geben, was die Spieler nicht kennen, aber es geht darum, halt einfach das wirklich wieder in den Kopf zu bringen. Wir waren jetzt auch wieder über 2 Monate nicht zusammen. Ich habe gesagt, dass es je länger, dass man zusammen ist, desto besser ist es natürlich. Wenn dann immer die gleichen Spieler kommen, dann ist das irgendwann mal im Kopf drin. Jetzt geht es aber wirklich einfach nur um dieses Spiel, diese Dinge, die wir tun sollen dann am Sonntag, dass wir das auf den Platz bringen. Und da ist aber nicht jetzt irgendwie was dabei, was sie noch nie gehört hat. Herr Koller, vom Gefühl her sind jetzt in dieser Vorbereitungsphase hier in Wien noch mehr Trainings geschlossen, einfach nur für die Mannschaft da. Da drückt dieser Eindruck erstens. Und zweitens, die Art und Weise, was der Christian schon gesagt hat, Vorbereitung auf das Russland-Spiel. Ist das auch schon ein Spiel, ein Schlüsselspiel für Sie, wo Sie sagen, da nochmal volle Konzentration vor der Sommerpause, da ein positives Ergebnis bringen und wir sind dem großen Ziel einen sehr großen Schritt weiter oder näher? Ja, also ich glaube, die erste Frage habe ich nicht ganz verstanden. Also die Trainings und der Ausschluss der Öffentlichkeit? Ob das noch rigoroser jetzt hier gehandhabt wird als in den Lehrgängen ja, zuvor? Ja, das ist halt jetzt speziell einmal. Also wir haben das eine oder andere haben wir natürlich auch schon absolviert, aber jetzt wollen wir wirklich einfach da die praktisch dann 3 Tage, um wirklich sehr fokussiert arbeiten zu können. Es ist so, Russland, wir wissen, die haben die Punkte geschenkt bekommen gegen Montenegro und haben natürlich da jetzt auch wieder, denke ich, Lunte gerochen. Und die spielen gegen uns zu Hause, das nächste Spiel ist Schweden zu Hause, also kann man auch ausrechnen, also wenn man jetzt auf ihrer Seite ist, was sie sich hoffen oder denken. Und für uns ist es, ja, oder sind jetzt die nächsten 5 Spiele, ist jedes wichtig, bis wir es dann vielleicht geschafft haben. Und darum ist, müssen wir natürlich schon sehr fokussiert sein. Und ja, und wir haben jetzt auch die Spieler im Burgenland, haben wir gemerkt, dann die letzten 2 Einheiten, dass sie ja auch wieder an das Level kommen, das wir eigentlich haben möchten. Und das gilt jetzt wirklich auch diese Woche dann 1-2-1 umzusetzen und dann auf den Platz zu bringen. Und ja, wenn wir gewinnen können, wenn wir unentschieden mitnehmen können, dann ist das schon mal sehr gut. Und auf das wollen wir aufbauen. Also, also nicht aufbauen, das muss die Zielrichtung sein. Versuchen ihnen auch natürlich Schmerzen zu bereiten und dementsprechend so zu agieren, dass wir da auch was bewegen können. Jetzt sagen wir den Andeno, dann Andreas Forst. Ich habe nur gelesen, im Kader der Russen, da ist ein Spieler gesichtet worden, dass er im Nachtclub war, irgendwann nach Hause gekommen ist. Was würden Sie mit einem Spieler machen in Ihrem Kader, wenn so ein Vorfall wäre? Ja. Also, ich weiß nicht, ich müsste dann erst Gedanken machen, wenn es dann soweit wäre. Aber ich meine, es ist privat, sein Privatleben und wenn er das Gefühl hat, das tut ihm gut, dann weiß ich nicht, müssen wir vielleicht dann besprechen. Andreas? Was haben Sie denn in der Woche im Burgenland für einen Eindruck vom einzigen Neuen, von Philipp Schobesberger gewonnen? Der hat ja das, was Sie mit den Spielern seit Jahren eingelübt haben, noch nicht intus. Ist es trotzdem möglich, dass der für Moskau sozusagen eine Jolly-Joker-Rolle oder eine Überlegung wert wäre? Ja, also wir haben eigentlich gleich am Anfang, also auch Pelivan und Jančar mit Schobesberg haben wir dazugenommen. Einfach die einen, zwei haben das ja auch schon mal gehört, aber die waren jetzt auch schon längere Zeit wieder nicht dabei. Haben wir so ein bisschen Taktikschulung gemacht, offensiv, defensiv verhalten, wie wir uns das vorstellen. Also konnte das schon mal ein bisschen aufnehmen. Ist auch klar, dass
noch einmal Theorie, dass du das noch nicht eins zu eins umsetzen kannst. Und das braucht dann auch dementsprechend seine Zeit. Aber wir haben gesehen, dass er, der Jobi, dass er eigentlich das gezeigt hat, was er bei Rapid gezeigt hat. Dass er sehr schnell ist, dass er beweglich ist, dass er auch mutig ist, frech was riskiert. Und das ist das, was wir eigentlich suchen. Und alle, die mit dabei sind, die dann oder die kommen, haben die Möglichkeit, mit guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen, um vielleicht dann, von Anfang an oder dementsprechend, wenn dann die Situation sich ergeben sollte, ist immer wichtig, dass der Trainer dann weiß, okay, der und der Spieler hat das und das gezeigt oder hat sich aufgedrängt, dass man sagt dann, okay, den möchte ich jetzt noch im Spiel sehen. Noch eine kleine Zusatzfrage. Es gibt jetzt vom Teamkader oder vom erweiterten 5 Spieler, die in der Premier League spielen ab der kommenden Saison. Es gibt einen, der gerüchteweise ab Jänner bei Barcelona, nämlich der Alexander Dragovic, im Gespräch ist. Das ist immerhin der amtierende Champions League-Sieger. Heißt das, dass der Stellenwert für den österreichischen Fußball gestiegen ist, dass man mehr im Fokus, also dass die Spieler mehr im Fokus auch von größeren Vereinen stehen? Ja, ich denke grundsätzlich, die großen Vereine, die haben überall ihre Scouts und schauen natürlich die Spieler an. Und je nach Situation, wenn dann eine Position frei wird und der Spieler dementsprechend auch gute Leistungen zeigt, im Club oder beim Nationalteam, ist das dann natürlich eine Möglichkeit, um einen Transfer zu machen. Und wir sind froh oder hoffen natürlich auch wieder, dass sie dann dementsprechend auch zum Einsatz kommen. Weil wenn du einen Vereinswechsel hast, ist natürlich immer so, dass du dich wieder anpassen musst. Dann ist je nachdem von der Sprache, dann Wohnung, dann das ganze Umfeld, das musst du alles wieder verkraften. Du musst dich dann natürlich noch mehr anstrengen. Und wir hoffen, dass unsere Teamspieler das gut umsetzen können und dementsprechend dann auch zum Spielen kommen. Bitte, und dann Wolfgang. In der gestrigen russischen Aufstellung sind viele neue Namen dabei, junge Namen. Der Capello hat nachher gesagt, die haben ihn alle positiv überrascht. Müssen wir mit denen Unbekannten nächsten Sonntag rechnen oder glauben Sie, dass er doch noch einmal zu seiner Wien-Besetzung meist zurückkehren wird? Ja, also ich habe immer noch das 27er Kader, also das muss er ja dann noch streichen, wer dann schlussendlich dabei sein wird, weiß ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht noch einen zurückholt, den er jetzt gestrichen hat, ist auch möglich. Grundsätzlich, oder das große Gerippe, denke ich, wird schon stehen für Moskau. Ob dann vielleicht der eine oder andere, ein, zwei Spieler neu dazukommen oder dann im Laufe des Spiels dazukommen, das ist sicher möglich, aber grundsätzlich, also wenn man jetzt all die Spiele in der Vergangenheit anschaut, kommen auch immer das grobe Gerippe, kommt auch immer vor und da hat er nicht so viele Wechsel dann bei den entscheidenden Spielen. In Russland sagt man, der Schatow gibt der Mannschaft ein anderes Gesicht. Da war er lange verletzt, hat nicht gespielt. Sehen Sie das auch so? Ja, also er ist natürlich ein hervorragender Spieler und individuell hohe Klasse. Aber grundsätzlich wird sich das System nicht, also bin ich überzeugt, wird sich das nicht groß ändern. Und es ist halt einfach ein Spieler mehr auf dem Platz, der große Qualitäten hat. Aber von der Taktik her, vom System her, wird das keine große Änderung geben. Wolfgang Hilkel. Mit welcher taktischen Ausrichtung erwarten Sie die Russen in Moskau im Vergleich zu Wien? Was wird sich da ändern? Wird es da überfallsartig was gleich geben in den ersten 10, 15 Minuten? Oder womit rechnen Sie da? Ja, ich denke nicht, dass sie groß was verändern werden. Also sie haben jetzt eigentlich überall, oder jetzt auch die Auswärtsspiele in der EM-Quali, haben sie ähnlich gespielt, dass sie je nach Situation auch vorne natürlich drauf gehen, Pressing machen. Wenn das nicht möglich ist, zurückziehen bis zur Mittellinie, kompakt stehen und mit also überfallartigen Gegenstößen dann versuchen, zum Erfolg zu kommen. Und da haben sie
natürlich in der Offensive mit eben technischer hoher Klasse, aber auch mit sehr viel Schnelligkeit haben sie da natürlich sehr gute Spieler in ihrer Reihe. Weitere Fragen? Adi und? Herr Timschew, was sagen Sie prinzipiell zu den Transfergerüchten um Dragovic? Würden Sie ihm das zutrauen, Barcelona? Ja, ich denke grundsätzlich spekulieren tue ich nicht. Also von daher, wenn es dann so ist, ist das super. Ich würde es ihm sicher zutrauen. Und ja, wäre natürlich, klar, für ihn wäre das Weltklasse, für uns oder für Österreich im Allgemeinen wäre das natürlich auch eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Aber warten wir mal ab. Ja, denke ich schon, ja, absolut. Billy. Er ist ja noch jung, er hat auch in dem Sinne noch Fähigkeiten, sich da weiterzuentwickeln. Und wenn du natürlich auch in jetzt noch eine individuell stärkere Mannschaft kommst, Team kommst, dann entwickelst du dich ja auch weiter. Und da ist er in einem sehr guten Alter. Bitte. Ist bei Ihren Überlegungen für Ihre Mannschaft das zentrale Mittelfeld auch die wichtigste Frage, wer könnte dann in den Baumgartlinger spielen? Ja, also ich habe natürlich schon im Kopf mal so oder mal das die Elf durchgegangen, ob es dann so sein wird. Eben, da haben wir jetzt auch noch diese Woche Zeit und meine Erfahrung sagt eigentlich auch, nicht schon frühzeitig festlegen, weil es immer irgendwie noch was passieren kann, aber das Grobe, das steht eigentlich und ja, Ilsanker wissen wir noch nicht jetzt. Warten wir mal noch ab und schauen dann, wie es jetzt in dieser Woche aussieht. So, einmal Christian Hackl und dann nochmal hinten. Ist das so ein mentaler Vorteil vielleicht bei den österreichischen, bei der österreichischen Mannschaft? Die Qualifikation ist sehr gut gelaufen. In Russland wird immer wieder über Capello diskutiert. Jetzt haben sie auch zusätzlich die Diskussionen, war da Korruption dabei bei der WM-Vergabe. Kann diese Ruhe, bei uns war keiner im Stripclub, sage ich jetzt zum Beispiel, denke ich einmal, ist diese Ruhe ein Vorteil? Man sagt ja, dass in der Ruhe gewisse Kraft liegt. Ist das irgendwie, dass das wirklich das österreichische Nationalteam momentan keine Probleme hat? Es wird gefestigt, es kann vielleicht sogar das Spiel genießen, sage ich einmal. Ist das vielleicht ein Vorteil, diese psychologische? Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel genießen, aber nicht während dem Spiel. Ich denke nicht, dass das großen Einfluss hat auf Spiel der Russen, weil das sind ja auch alles Profis, die sind schon länger dabei auch und ich glaube nicht, dass sie das ablenken wird, auch wenn jetzt da irgendwie das ein oder andere geschrieben ist. Also das ist, die machen ihren Job und dementsprechend werden sie natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen. Klar, sie spielen zu Hause, Publikum im Rücken und unser Ziel muss sein, auf der anderen Seite natürlich alles dagegen zu setzen, damit sie nicht in eine Euphorie fallen. Ich muss noch mal zu Alexander Dragovic zurück, weil wenn der wirklich zu Barcelona gehen würde, dann dürfte er erst im Jänner spielen, aufgrund der Transfersperre. Ist das dann wirklich empfehlenswert, dass er dorthin geht? Ja, man könnte ja auch erst im Jänner den Transfer machen. Okay, also ein sofortiger Wechsel und ein halbes Jahr stehen, wie es jetzt gesprochen. Ja, also das ist ja auch jetzt wieder Spekulation, warten wir mal ab und wenn es dann so sein wird, also ich denke nicht, dass er ein halbes Jahr hingeht, nur jetzt, um irgendwie mitzutrainieren, würde wahrscheinlich nicht so sein. Also Sie wissen mehr als ich, also ich habe jetzt ihn noch nicht gesehen, ich frage ihn dann heute, was dran ist. Gibt es noch weitere Fragen? Der Andi Fellbaut noch? Okay. Lichtspiele? Andi, bitte. Herr Kollert, Sie haben gemeint, die Russen wahrscheinlich vom System her, Sie erwarten die Russen so, wie Sie sie kennen, nichts Überraschendes, höchstwahrscheinlich. Haben Sie irgendeinen Plan, dass Ihr Team die Russen überrascht? Gibt es da irgendwas im Köcher, das Sie haben, oder
einfach nur das, was dieses Team kann, verfeinern in den nächsten Tagen? Ja, ich habe schon was im Köcher. Die Pfeile, die haben ja abgeschossen schon. Es ist aber so, ich weiß ja nicht, ob sie dann überrascht sind. Das weiß ich noch nicht. Ja? Und das lassen wir noch hoffen und hoffen dann, dass es so sein wird. Gibt es noch Fragen? Teamchef sonst wieder am Samstag in Moskau. Wir haben ja zu Mittag die Pressekonferenz. Das ist, glaube ich, für euch auch zeitlich ein bisschen besser. Um 12 Uhr. Seitdem sie Teamchef ist, sind, glaube ich, hat der Marc Janko ist irgendwie immer auf Vereinssuche. Ist das jetzt für Sie schon eine gewisse Komik, ist das falsche Wort. Aber man, er spielt ja, er ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler. Aber die Frage nach dem Torwart mit der Praxis hat sich jetzt erledigt dann, weil er einmal jetzt einen Verein hat. Aber ist das irgendwie mitten, denken Sie manchmal, mein Gott, der Janko hat ein Pech oder was geht da schief? Ja, ich weiß auch, ich bin auch nicht mit dabei jetzt, aber in Verhandlungen oder was abgelaufen ist, kann ich auch nur von außen eigentlich beurteilen. Ja, es sieht so aus, dass er ein bisschen Probleme hat, oder dass er nicht immer dann zum Spielen kommt. Aber ich glaube jetzt auch, die Situation jetzt ist eine ganz andere als im letzten Jahr, wo er nicht gespielt hat, wo er nicht mal mittrainieren durfte. Und jetzt hat er den Status von Torschützenkönig, Spieler des Jahres. Also das sind schon ganz andere Voraussetzungen. Und hat jetzt auch nochmals die Möglichkeit, sich zu präsentieren im Training, eventuell im Spiel. Und ja, ich glaube, dass es schon einfacher sein wird, jetzt einen Verein zu finden. Andreas. Aber Sie wären nicht unglücklich, wenn der Janko dasselbe machen würde, wie der Robert Almer, hierher an den Verteilerkreis zu kommen und keine 12 Stunden Flüge auf sich nehmen zu müssen, um beim Team zu sein und hier wahrscheinlich doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch spielen würde bei der Austria. Ja, wenn das dann so ist, wenn der Verein und die Spieler das wünschen, dann hätte ich nichts dagegen. Das ist so. Und es gibt aber auch noch andere Destinationen, wo du nicht irgendwie 20 Stunden unterwegs bist, sondern vielleicht auch nur 2 oder 3.